kleinen, großen David. David Catalin Bigenaro ist vor wenigen Wochen erst 13 Jahre jung geworden. Er hat in der Klasse bis U15 geboxt bei den deutschen Meisterschaften. Zuvor war er Landesmeister von Nordrhein-Westfalen und er hat das Kunststück fertiggebracht mit erst sehr wenigen Kämpfen. Deutscher Meister im Mittelgewicht zu werden. David Catalin Bigenaro vom Boxclub Essen-Vogelheim. Hey David, lauf uns doch nicht weg. So, die Barbara hat noch was für dich, kannst du bestimmt gebrauchen. Das ist dein neuer Trainingsanzug. David Catalin Bigenaro vom BC Essen-Vogelheim. Es ist ganz schwer für ihn, so einen großen Brocken, einen Gegner zu finden. Deshalb ist er heute nicht in der Lage, seine Kunst hier im Boxring zu zeigen. Aber du brauchst auch nicht immer wie Tyson zu boxen. Heute guckst du mal zu, bleibst hier bei uns, hier vorne. Ja? Rote Necke, Janina Klinder aus Garat. In der blauen Ecke Elvira Müller, BC Vogelheim. Im Ring amtiert als Ringrichter der Sportkamerad Norbert Fahrig. In diesem Kampf geht es über 3 Runden à 2 Minuten. Und Sie sehen die schönen Shirts. Die sind gesponsert von der Sparkasse Essen. Olympische Boxträume Extraschicht 2011. Und nun geht's los. Ring frei, Runde 1. Janina Klinder in der roten Ecke hat 7 Kämpfe bestritten. Elvira Müller ist die amtierende NRW-Meisterin im Fliegengewicht. Im August geht es weiter um die Deutsche. Ringfrei, Runde 2.
In der blauen Ecke sehen Sie neben der Boxerin Elvira Müller den Rest der Familie. Alexander Müller ist der Papa. Eduard als zweiter Mann in der Ecke ist zweimaliger deutscher Meister. Alles Müllert hier vom BC Essen Vogelheim. Komm, Janina, weiter! Komm, Janina!
Dieser Kampf endet ohne Wertung, aber ich glaube, Sieger sind beide. Eine sehr gute Demonstration des Frauenboxens hier in Essen auf Zeche Zollverein. Und wer es noch nicht weiß, ab dem nächsten Jahr ist Frauenboxen auch bei der Olympiade vertreten. Und Elvira und Janina dürfen ihn noch weiter träumen, den olympischen Boxen.